Ja, wir leben in Stuttgart, einer postmigrantischen Gesellschaft, und die muss auch im Stadtbild sichtbar sein. Gerade das Haus der Kulturen, das wir jetzt in der Eberhardstraße zentral verankern wollen, bietet hierfür eine gute Möglichkeit. Aber es braucht natürlich auch in den Quartieren, in den Stadtteilen Orte für Begegnung und Austausch. Es braucht Angebote wie das Welcome Center, wo man eine gute Möglichkeit hat, auch eine Vermittlung zu bekommen, Fragen stellen kann, gerade was Arbeitsmarkt angeht, was Sprachkurse angeht. Und was insgesamt Möglichkeiten in dieser Stadt angeht, aber die Sichtbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir können dieses Thema nicht negieren. Wir sind alle Teil einer Gesellschaft, woher die Menschen kommen, ob aus Bayern, Niedersachsen oder China, ist da erstmal irrelevant, sondern wir müssen schauen, dass wir eine gute Teilhabechance für alle haben. Gerade beim Thema Klimaanpassung müssen wir verstärkt auf die Schwammstadt setzen, auf die grüne Infrastruktur, auf die blaue Infrastruktur. Sprich, nicht nur in Gebäuden, in Asphaltflächen denken, sondern hier schauen, dass wir genügend Grünflächen haben, Versickerungsflächen, aber auch insgesamt mehr Grün in der Stadt, mehr Wasser in der Stadt. Sonst wird die Hitze im Kessel in kürzester Zeit unerträglich werden. Und hier müssen wir noch sehr viel mehr tun, damit das Leben in Stuttgart auch auf Dauer lebenswert bleibt. Gerade Jugendliche in unserer Stadt brauchen vor allem Orte. Orte, wo sie sich austauschen können, Orte, wo sie sich bewegen können, Orte, wo sie einfach auch mal unter sich sein können. Und da fehlt es in Stuttgart definitiv noch. Wir haben viel zu wenig Spielflächen, aber auch viel zu wenig Freiflächen, wo Jugendliche auch mal selber entscheiden können, was möchte ich da machen. Es gibt immer noch die große Problematik mit AnwohnerInnen, was Lärm angeht, gerade bei der Jugend. Und hier ist es für uns ganz besonders wichtig, das gehört auch zentral in der Stadt. Die Jugend ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und die können wir nicht an den Rand drängen, sondern da müssen wir Möglichkeiten und Angebote schaffen.